Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge der Reihe Zeitgespräch, einer Reihe, die der Kulturverein Schloss Goldegg initiiert hat und die Teil des Fernseh- und Kultur- und Informationsprogramms von ORF 3 ist. Unser Thema heute lautet Befreiung vom Überfluss. Erst nachdem ich Nico Pechs Bücher gelesen und ihn zu einem Gespräch getroffen habe, habe ich Günter Grass wirklich verstanden, der zu mir einmal, was sein politisches Engagement angeht, gesagt hat, Sie müssen sich das so vorstellen, Sisyphus war ein glücklicher Mensch. Also der Felsen, den Herr Pech den Berg hinaufrollt und das jeden Tag von Neuem, ist riesengroß. Sein Vorhaben ist ambitioniert. Er ist beseelt davon, das Dogma vom ewigen Wirtschaftswachstum zu zerschlagen mit Argumenten. Denn das will der Ökonom und Aktivist Nico Pech, den man einen ökologischen Vordenker nennen darf, erreichen. Herr Pech kommt aus unserem Nachbarland Deutschland, ist Volkswirt und seit 2010 Gastprofessor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich Umweltökonomie, der ökologischen Ökonomie und der Nachhaltigkeitsforschung. Er ist ein erklärter Wachstumskritiker. Er bekämpft Ressourcenknappheit und Klimawandel. Die zentralen Fragen heute Abend lauten, kann es gelingen, dass wir uns vom Überfluss befreien, und zwar durch Gesundschrumpfen oder besser durch grünes Wachstum, etwa mit Green Economy? In Pechs Vision einer schrumpfenden Wirtschaft sind Bürger künftig nur noch 20 Stunden pro Woche erwerbstätig und versorgen sich teilweise selbst, indem sie Lebensmittel, aber auch andere Produkte herstellen. Für den Ökonomen befinden wir uns in der Postwachstumsgesellschaft, zumindest in der westlichen Industriewelt. Aber wir verhalten uns so, als hätten wir, was den Ressourcenverbrauch angeht, noch eine zweite Welt. Hält die Diagnose Pechs der Faktenlage stand? Wie können Menschen, die in einer Konsumgesellschaft aufgewachsen sind, von einem genügsameren Lebensstil überzeugt werden? Wie zum Beispiel von einem Lebensentwurf, ich spitze jetzt ein bisschen journalistisch zu, der aus Teilzeitarbeit und Hochbeetgemüseanbau besteht. Das möchte ich mit Professor Pech jetzt besprechen. Herzlich willkommen in Goldegg. Danke für die Einladung. Gerne. Der griechische Philosoph Epikur hatte offensichtlich seherische Qualitäten, Fähigkeiten, weil er hat ein Phänomen im 21. Jahrhundert erkannt. Er hat gesagt, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Mich würde interessieren, dieses Phänomen der ökonomischen Unersättlichkeit. Woher kommt das? In den christlichen Religionen heißt das, das ist eine Folge der Erbsünde. Marxisten sagen, das ist eine Folgewirkung des Kapitalismus. Woher stammt dieser Morbus Greed, also diese Gier, diese Unersättlichkeit, Herr Pech? Das ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Weil wir haben eine Stunde. Okay. Weil es ganz unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen gibt, die dann jeweils nicht nur auch eine andere Perspektive einnehmen, um diese Frage zu beantworten, sondern die innerhalb ihrer jeweiligen Disziplin auch noch so etwas wie einen Meinungsstreit führen darüber, warum genug nie genug ist. Es gibt manche, die behaupten, es gäbe so etwas wie eine anthropologische Konstante. Das heißt, der Selbsterhaltungstrieb eines Menschen lässt gar keine andere Wahl, als selbstverständlich nicht nur das an Bedürfnissen zu befriedigen, was in diesem Moment gerade nötig ist, sondern auch eine gewisse Bevorratung oder eine gewisse Vorsorge zu treffen. Und in gewisser Weise ist es ja sogar eine Kulturleistung. Denn dass Menschen nicht wie Tiere oder Pflanzen
sozusagen ohne Planung instinktiv von heute auf jetzt oder von der Hand in den Mund leben, sondern dass Menschen in der Lage sind, mehr oder weniger rational ihre Möglichkeiten zu mehren und damit eben auch die gerade schon von mir angesprochene Vorsorge zu treffen. Das führt natürlich quasi automatisch dazu, dass immer über ein Ziel hinausgeschossen wird. Mhm. So kann man das unter Umständen erklären, nicht? Und natürlich muss man sich klar machen, dass vor Anbruch des Industriezeitalters der Mangel eigentlich die Konstante war, die das menschliche Dasein begleitet hat. Es gab nie genug zu essen. Es gab immer Verteilungsprobleme. Es gab einen Mangel an medizinischer Versorgung. Es gab eine irre Plackerei, eine Unbequemlichkeit, weil der Mensch sozusagen die physischen Verrichtungen nicht abwälzen konnte an Maschinen oder an Automaten. Und könnte man die Frage stellen, warum ist es dann nach der Industrialisierung und auch nach dem Einstieg in jene Epoche, die wir assoziieren mit dem Begriff der Konsumgesellschaft, immer nicht nur weitergegangen, sondern warum hat sich die Gier sogar noch potenzieren können? Und da brauchen wir dann ganz andere Erklärungsmuster als den reinen Selbsterhaltungstrieb oder als so eine Art Zweckrationalität der basalen Bedürfnisbefriedigung herbeizuziehen. Ich denke mal, man kann sagen, dass es ein soziales Phänomen gibt in modernen Konsumgesellschaften, das letzten Endes so ein Erscheinungsbild zeitigt, das man tatsächlich auch als Gier bezeichnen kann. Denn Menschen konsumieren ja nicht nur, um eine Not zu beseitigen, sondern sie konsumieren, um sich selbst eine Identität zu verleihen. Es gibt einen. Kommen wir doch. Ja, okay. Ja. Vielleicht darf ich doch noch ein Zitat bringen eines englischen Kollegen, der mal gesagt hat: Wir konsumieren Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Mhm. Na, das ist ein dreifacher Antrieb, sozusagen. Die Brüder Skidelsky, der eine ist Ökonom, der andere ist Philosoph, haben sich die Frage gestellt: Wie viel ist genug für ein gutes Leben? Und sie kommen in dem Buch zu dem Resümee: Für ein gutes Leben braucht man Sicherheit, Respekt, Gesundheit, Freundschaft, Muße, Persönlichkeit und Harmonie mit der Natur. Wer das hat, oder nur der, der das hat, ist frei, nämlich die Sinnfrage zu stellen: Was will ich mit meinem Leben? Welche Frage ist denn am Anfang Ihrer Überlegungen gestanden? Sie wollten ja ursprünglich ganz was anderes studieren und sind dann dennoch bei der Ökonomie gelandet. Welche Frage ist am Anfang Ihrer Überlegungen gestanden, dieses Konzept zu entwickeln, nämlich auf den Überfluss zu verzichten? Es war ein Erlebnis in meiner Jugend, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, also schrille Erlebnisse, was also die Zerstörung von Natur oder überhaupt Umweltgütern anbelangt, die mich regelrecht auf die Palme gebracht haben, obwohl da gar keine Palmen wachsen, wo ich aufgewachsen bin. Also vielleicht waren es dann Eichen. Und ich habe mich gefragt, was läuft schief in diesem System? Warum kann es sein, dass wir trotz unseres Reichtums es nötig haben, noch so viel Natur zu zerstören? Also in der Nachkriegszeit hätte man ja immer argumentieren können, naja, es gibt immer noch Knappheiten, die zu lindern sind, und das Lindern von Knappheiten materieller Art hat einen materiellen Preis, nämlich Naturzerstörung. Aber Anfang der 70er kam mir die Welt schon zumindest in Mitteleuropa so vor, als würde sie teilweise schon unter Überfluss leiden, und trotzdem wurde so viel zerstört. Und zunächst glaubte ich, ich müsse Biologie oder Ökologie studieren, bis mir dann klar wurde, und das haben mir dann auch einige erfahrene Erwachsene gesagt, dass eigentlich die Ökonomie das Fach ist, das am ehesten vielleicht zu den Erkenntnissen verhilft, die dann die Frage wiederum beantworten helfen. Also was läuft schief in einer Ökonomie? Warum leben wir materiell und damit eben ökologisch so brutal über unsere Verhältnisse? Und ich darf Ihnen sagen, bei aller Kritik an der zeitgenössischen ökonomischen Theorie und auch den dominanten Lehrinhalten an europäischen Hochschulen bin ich nicht enttäuscht worden. Ich glaube wirklich, ich habe das Richtige studiert. Mit einem Ökonomen haben Sie wahrscheinlich schon im ersten Studienjahr zu tun bekommen,
nämlich mit John Maynard Keynes. Der hat 1930 einen ganz interessanten Aufsatz geschrieben, nämlich den über die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Enkelkinder. Er hat also eine Projektion, einen Entwurf gemacht, was sich bis 2030, also bis zum Jahr 2030, ereignen wird, wirtschaftlich. Und er hat vorausgesagt, dass erstens sich die, ich sage jetzt mal, die Lebensstandards vervier- bis verachtfachen werden, an die Möglichkeiten zu verdienen auch, und dass die Menschen nur mehr 15 Wochenstunden arbeiten müssten und dann Zeit genug hätten, sich auf die wesentlichen Fragen des Menschseins zu konzentrieren. Wenn Sie halt so einen Aufsatz schreiben müssten für die Enkelkinder bis 21, 30, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten würden Sie denen prognostizieren? Das Vier-, das Achtfache an Lebensstandard? Naja, wenn wir den Lebensstandard als Verfügbarkeit materieller Güter betrachten, dann wird das nur noch ein Bruchteil dessen sein, was also unsere Nachfahren zur Verfügung haben werden, verglichen mit dem, was uns heute zur Verfügung steht. Davon bin ich fest überzeugt, weil alleine die Quellen des materiellen Reichtums kurz davor stehen, zu versiegen. Wir haben also ein sogenanntes Peak-Everything-Phänomen. Damit ist gemeint, dass wir fast in allen Bereichen, da wo wir die Substanzen extrahieren, also fördern, um sie dann sozusagen im wirtschaftlichen Prozess in Konsummöglichkeiten oder Mobilität oder in sonstige industriegemachte Bequemlichkeit zu verwandeln. In all diesen Bereichen haben wir einen Peak, das heißt also sowas wie ein Fördermaximum erreicht oder stehen kurz davor, dieses Maximum dann zu erreichen. Und die billige Vision, die ja fast so ein bisschen an Science Fiction erinnert, dass man also den materiellen Wohlstand eigentlich von der Entstehungsseite her entmaterialisieren kann, ist so oft widerlegt worden. Weil natürlich diese Vision schon seit Jahrzehnten kreist, nicht nur in den Köpfen vieler Ökonomen. Und da dies so ist, glaube ich, dass wir ein Zeitalter erleben werden, in dem wir materielle Knappheit irgendwie verarbeiten müssen. Nämlich durch eine andere. Unter materieller Knappheit? Wir werden die Ressourcenknappheit, selbstverständlich. Die Rohstoffe? Ja. Die substanziellen Ressourcen, als da wären, also Fläche, Wasser, Phosphate, vor allem aber natürlich Mineralien und auch Energieträger. Also die vielen Hoffnungsschimmer, die ursprünglich mal aus der deutschen Energiewende hervorgegangen sind, nämlich dass es möglich sein könnte, über regenerative Energieträger denselben materiellen Wohlstand zu unterfüttern, die sind eigentlich längst zerplatzt. Das heißt also, wir müssen uns damit abfinden, dass wir nach einem Zeitalter der Fortschritts- und Technik-Euphorie irgendwann auf dem Boden der Realität landen und uns klar machen, dass also diese Versprechungen der Vermehrung des materiellen Wohlstandes, ohne die Lebensgrundlagen zu zerstören, dass diese Versprechungen letzten Endes schöne Narrative waren. Aber das werden wir nicht in die Tat umsetzen können. Ich befasse mich mit dem Thema schon ziemlich lang. Mir sitzen immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenüber, die sagen, Peak Oil. Das haben die vor 20 Jahren gesagt, ich spiele jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli, vor 25 Jahren gesagt, ich erinnere jetzt nur an den Club of Rome Bericht mit den enden wollenden Ressourcen. Donald Trump würde wahrscheinlich sagen, ich kann es schon nicht mehr hören. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass wir wirklich schon den Peak erreicht haben? Und was mich auch interessieren würde, in der Geschichte der Menschheit ist, erst wenn es eng geworden ist, die Kreativität immer da gewesen, um dieses Manko dann auszugleichen. Also ist das ein bisschen Pech als Apokalyptiker? Naja, die Gewissheit nehme ich aus derselben Logik, wie das 2 und 2 4 ist und nicht 5. Und das heißt, der Planet ist begrenzt und auf diesem Planeten gelten bestimmte physische Gesetze, die ich einfach mal als gegeben annehme. Und die wichtigsten sind die aus der Thermodynamik. Und die Thermodynamik lässt uns verstehen, und damit ist diese Art der Naturwissenschaft regelrecht auch philosophisch relevant, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, systematisch die materiellen Optionen
der Ausübung von Freiheit zu vermehren. Zum Zweiten, der Club of Rome oder ein gewisser Hubbard, der diese Peak-Oil-Kurve schon in den 50er Jahren eigentlich aufgezeichnet hat, die haben nicht behauptet, dass das am nächsten Tag geschieht, sondern die haben immer einen Horizont von mehreren Jahrzehnten eigentlich vor Augen gehabt. So gesehen sind die überhaupt nicht widerlegt. Das Gegenteil ist der Fall. Die haben alle untertrieben. Der Club of Rome wusste also überhaupt nichts über den Klimawandel eigentlich. Er hat ihn im Prinzip noch gar nicht antizipiert. Der Club of Rome hat überhaupt nicht gewusst, dass wir in die Abhängigkeit ganz neuer Ressourcen kommen, die zu der Zeit überhaupt noch nicht irgendeine Rolle in der Produktion spielten, etwa seltene Erden. Ja? Und, die man zum Beispiel für die Handyproduktion ganz braucht. Ganz genau. Ja. Man kann also sagen, dass unsere Wirtschaft, dadurch, dass sie immer stärker auf Mikroelektronik angewiesen ist und dass auch die letzten Wachstumsraten der Ökonomien sich auch speisen aus der Produktion eben digitaler Endgeräte. Also dies alles eben führt dazu, dass wir in ganz neue Knappheiten sozusagen hineinrauschen. Und wir erleben ja auch im Prinzip, wenn wir also uns tatsächlich die Daten, was die Ressourcenverfügbarkeit auf diesem Planeten anbelangt, anschauen, erleben ja auch, dass diese Knappheiten virulent sind. Wir haben dieses sogenannte Peak-Oil-Phänomen, also das möglicherweise schon 2005 eine erste Relevanz erreicht hat. Das haben wir im Prinzip nur dadurch verschieben können, dass jetzt in den Vereinigten Staaten die sogenannte Fracking-Technologie vorübergehend, wirklich nur sehr kurzfristig, einen kleinen Aufschub gewährt. Dann haben wir ganz viel Biosprit erzeugt, etwa in Lateinamerika. Und wir haben sogenannte Öl- und Teersande extrahiert im Tagebau, etwa in Kanada. Das sind im Prinzip Amokläufe. Amokläufe gegen die Realität der Ressourcenverknappung. Damit kann man sich 5 oder 10, vielleicht 15 Jahre weiterhelfen. Aber irgendwann ist die Zitrone dann ausgepresst und dann gibt es eben leider keine Möglichkeiten mehr, dieses wirtschaftliche Wachstum weiterhin mit Ressourcen zu unterfüttern. Haben die Prognostiker eben, weil es Jahr für Jahr quasi nicht fühlbar geworden ist, das ausgereizt, das dunkle Bild der Zukunft der Ressourcen, sodass ihnen dann die Politik nicht geglaubt hat oder auch die Konsumenten nicht geglaubt haben? Naja, ich rede nicht von Schuld, sondern was war der Mechanismus, dass man, mein Großvater hat immer gesagt, das dümmste Sprichwort ist, aus Schaden wird man klug. Mhm. Also ich kann nur sagen, er hat recht. Aber der Punkt ist, was lernen wir daraus? Wann begreifen wir es endlich? Mhm. Erst dann, wenn das Licht ausgeht? Oder ja, möglicherweise. Naja, das Licht muss nicht erst ausgehen, aber wenn eine Kilowattstunde Strom, die wir brauchen, um Licht zu erzeugen, eine gewisse kritische Grenze, was den Preis anbelangt, erreicht hat, dann wird es natürlich fühlbar. Wir sind ja dermaßen durchökonomisierte Wesen, dass also unsere ganze Freiheitsgestaltung immer abhängig ist von Dingen, die wir kaufen können. Deswegen ist das immer die Achillesferse und deswegen ist das selbstverständlich auch so etwas wie ein Rückkopplungsmechanismus. Und in der Tat haben wir möglicherweise, wenngleich als überzeugte Demokraten und als vermeintlich aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, die Fähigkeit des Menschen, also Schaden zu antizipieren und schon vorher klug daraus zu werden, überschätzt. Ja? Die Vernunftbegabung, die uns Immanuel Kant, der große Theoretiker der Aufklärung, zugeschrieben hat, ist vielleicht so in der Form, wie Kant es selber gedacht hat, eben leider nicht relevant. Es kann sich herausstellen, dass erst Krisen eintreten müssen, dass zumindest erst Preissteigerungen oder Knappheiten fühlbar werden müssen, damit tatsächlich so etwas wie eine Kreativität eintritt hinsichtlich der Umgangsform mit solchen Knappheiten. Nur, ich warne davor zu glauben, dass diese Kreativität darin besteht, über technische Innovationen die Knappheiten zu beseitigen. Alle technischen Innovationen, die wir hervorgebracht haben, um eine materielle Knappheit zu beseitigen, haben immer nur darin bestanden, die eine Knappheit gegen eine andere auszuwechseln. Und wenn Sie sich die neueren Entwicklungen gerade in der Green Technology angucken, im Energie- oder Mobilitätsbereich, können Sie das in Echtzeit erleben. Ja? Wir haben dann vielleicht weniger Knappheit an Rohöl, dafür mehr Knappheit an Flächen, an Neodym, an Kupfer, an Carbonmaterialien oder ähnlichen Dingen. Oder wenn wir Elektromobile bauen, dann haben wir vielleicht etwas weniger Abhängigkeit von Rohöl, dafür aber mehr Abhängigkeit von Lithium. Ja? Ich habe aus dem neuen Buch von Ihnen ein langes, ausführliches Gespräch
zwischen ihnen und dem, ich sage jetzt mal, Ökologie, Ökonomie-Vordenker Erhard Eppler, ein Sozialdemokrat, der sozusagen die große Zeit Willy Brandt bis Helmut Schmidt in der Partei gehabt hat, entnommen, dass es viel einfacher wäre, zum Beispiel, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, in Deutschland 8% der elektrischen Energie durch Sparmaßnahmen einzusparen. Und das wäre das Äquivalent, was jetzt aus Windkraft in Deutschland erzeugt wird. Das ist nicht ganz richtig. Das steht so, glaube ich, auch nicht in dem Buch. Es sind 8% der Energie, die wir in der Mobilität verbrauchen. Mhm. Ja, die entsprechen von den Primärenergieeinheiten etwa im Durchschnitt dem, was jetzt die deutsche Windkraftkapazität in der Lage ist zu leisten. Und das habe ich auch dort sozusagen in dem Buch oder in dem Gespräch zum Besten gegeben, weil ich darauf hinweisen will, dass also die technischen Versuche, das ökologische Problem im Bereich des Klimawandels zu lösen, unglaublich verlogen und ineffizient sind. Die Politik, aber auch die Wirtschaft, auch die Wissenschaft, ich muss mich da also an die eigene Nase packen, haben nicht den Mut, den Menschen die Wahrheit zu sagen, dass man mit etwas mehr Sparsamkeit mehr erreichen kann, als mit einer Technologie, die erstens bislang in Deutschland noch nicht zu signifikanten CO2-Einsparungen geführt hat und obendrein zu einer ganz neuen Kategorie der Umweltschädigung führt, nämlich zu immer mehr zerstörten Landschaften, ganz gleich, ob das Kultur- oder Naturlandschaften sind halt. Ne? Weil ich zuerst Keynes zitiert habe, der hat damals in einer Debatte gemeint, wir leiden nicht unter Rheumatismus, also ich sage jetzt mal, vor circa 100 Jahren. Wir leiden nicht unter dem Rheumatismus des Alters, sondern an den Wachstumsschmerzen überschneller Veränderungen. Welche Schmerzen werden wir denn haben, wenn wir, was Sie ja vorschlagen, einsparen, das Wirtschaftswachstum schrumpfen? Wo wird es denn wehtun? Es wird an vielen Stellen wehtun. Wissen Sie, wenn Sie einem Heroinabhängigen den Stoff entziehen, hat er irre Schmerzen. Ja? Das sind schlimme Entzugsschmerzen. Wenn der Heroinabhängige schrittweise im Rahmen einer Entzugskur in die Lage kommt, den Verlust an Heroin irgendwie auszuhalten, ohne dass seine physischen, körperlichen Funktionen darunter leiden, dann hat er tatsächlich eine Chance. Das heißt also, die Schmerzlinderung, die wir bräuchten, um den Übergang oder die Transformation mit Zielrichtung Postwachstumsökonomie zu bewältigen, bestünde darin, dass wir stufenweise vorgehen, dass wir uns nicht überfordern, dass wir also auch nicht die Forderung an die Gesellschaft stellen, dass jetzt alle im Gleichschritt, so wie wenn man einen Kippschalter umlegt, plötzlich damit beginnen müssen, postwachstumstaugliche Lebens- und Versorgungsstile bzw. Muster an den Tag zu legen. Und da gibt es so viele schöne Möglichkeiten, das Leben stufenweise zu entrümpeln, um sich langsam aber sicher an eine ganz andere Form der Beantwortung der Frage zu gewöhnen, was ist das gute Leben? Und Sie haben ja interessanterweise schon die Skidelskis gerade zitiert, die sich ja damit auch beschäftigt haben. Aber um es etwas konkreter zu machen, ich denke, die Mobilität ist der Bereich, der besonders prädestiniert dafür ist, in relativ kurzer Zeit eine starke ökologische Entlastung herbeizuführen, wenn wir dort tatsächlich zur Reduktionsleistung bereit sind. Aber wir haben uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell so abhängig gemacht von einer rücksichtslosen Mobilität, dass ich mir vorstellen kann, dass hier natürlich diese Schmerzen, das sind ja dann keine Wachstums-, sondern Schrumpfungsschmerzen, um jetzt sozusagen das Bild von Keynes entsprechend umzudrehen, dass hier die Schmerzen wahrscheinlich am stärksten sind. Mhm. Ebenso werden wir Programme des Einübens von schamfreien Auftritten benötigen. Wie sieht das aus, wenn ich mit einem Jackett in eine Fernsehsendung komme, wo offensichtlich etwas geflickt ist? Hier zum Beispiel dieses Loch. Zum Glück sieht man das nicht in der Kamera. Das muss ich üben, das auszuhalten. Oder Schuhe, die vielleicht nicht mehr dem allerneuesten Modetrend entsprechen. Das sind Übungsprogramme. Die sind viel, viel härter, als einfach nur weniger Fleisch zu essen, mit weniger Wohnraum auszukommen oder weniger Kilometer zu fahren. Das sind physische Größen. Aber psychische Größen
haben damit zu tun, dass unser Ansehen, unser Selbstbild, unsere Reputation, unsere soziale Position während der letzten Jahrzehnte auf Gedeih und Verderb abhängig davon geworden ist, wie kulturell anschlussfähig wir auf einer symbolischen Ebene sind. Und der Verlust an Symbolik, das ist das, was die meisten Schmerzen wahrscheinlich verursacht. Und deswegen ist sozusagen die Überwindung dieser Schamgefühle, vor denen man Angst hat. Es sind nicht mal die Schamgefühle selbst, sondern die Angst davor, dass diese Schamgefühle eintreten könnten. Damit klarzukommen, ich glaube, das wird die größte Aufgabe sein. Wenn Sie das Menschen sagen, die, ich sage mal grosso modo, der Mittelschicht angehören, dann werden die ja Verständnis haben. Aber Leute, die wirklich überlegen müssen, wie sie über den Monat kommen, weil sie ein geringes Einkommen haben, weil sie alleinerziehende Mutter sind, weil sie vielleicht einen Elternteil pflegen müssen, der pflegebedürftig ist. Und wenn sie dem dann sagen, du musst halt bescheidener leben, dann werden sie nicht Zustimmung, sondern gelindesten Fall Verstimmung ernten. Wer soll die Vorleistung des Sparens, des, wie soll ich sagen, das, ein einfacheres Leben führen? Wer soll diese Vorleistung erbringen? Wissen Sie, jene Menschen, die Sie gerade beispielhaft aufgeführt haben und denen es besonders schwer fallen dürfte, Reduktionsleistung zu erbringen, sind genau die, die keine erbringen müssen. Wissen Sie, wer am weitesten über seine Verhältnisse lebt, muss auch die höchsten Reduktionsleistungen erbringen. Es sind genau nicht diejenigen, die sozusagen den unteren Rand der Mittelschicht verkörpern oder sogar noch unterhalb dieser Schicht ihr Dasein fristen, denen zuzumuten wäre, dass sie über mehr Suffizienz, also das ist ein Begriff für Genügsamkeit, und Selbstbegrenzung oder Subsistenz, das heißt über mehr Eigenarbeit, ihr Dasein fristen müssen. Sondern wir müssen uns immer klar machen, dass der Übergang ja, in Richtung Postwachstumsökonomie oder überhaupt nachhaltige Entwicklung nicht nur eine ökologische Frage ist, sondern immer auch eine Frage der Verteilung. Die soziale Frage des 21. Jahrhunderts lautet, wer darf sich noch wie viel nehmen von den begrenzten Vorräten der Natur? Weil alles, was wir tun, was wir Freiheit nennen, was wir Entfaltung oder Selbstverwirklichung nennen, hat in einer Konsumsphäre irgendwie einen ökologischen Impact, also eine Wirkung. Und wenn wir bestimmte ökologische Grenzen einhalten wollen, heißt das nichts anderes, als dass ein bestimmtes Quantum an Ressourcen oder an Aufnahmekapazitäten in der Ökosphäre nicht überschritten werden darf. Das heißt aber auch, dass dieses Quantum in irgendeiner Form, und das macht kein Ökodiktator, sondern das ist eine regulative Idee der Politik, dass dieses Quantum gerecht auf alle Menschen verteilt werden muss. Und wenn man dies tut, also nur mal als Gedankenspiel, dann kommt heraus, dass in Österreich und in Deutschland und anderswo die Reichsten oder diejenigen, die zumindest der Mittelschicht auch angehören, natürlich stärker über diesem Wert liegen als jene, die Sie gerade beispielhaft angesprochen haben. Und von dieser Seite aus kann es sogar zu einer Würdigung derjenigen führen, zu einer Besserstellung, und zwar auf symbolischer Ebene, derjenigen, die viel weniger abgeben müssen oder die viel geringere Reduktionsleistung erbringen müssen. Das führt zu etwas mehr sozialer Gerechtigkeit und führt zu mehr Integration derjenigen, die jetzt nicht mithalten können mit denen, die die höheren Einkommen haben und damit auch ökologisch mehr über ihre Verhältnisse leben. Das ist die gute Nachricht. Sie haben jetzt Öko-Diktator gesagt. Ein wunderbares Stichwort deshalb, weil ich erinnere mich an einen Beitrag von Jorge Sanders, glaube ich, heißt er, Club of Rome Mitarbeiter, der hat Randers heißt er. Jürgen Randers. Genau. Ja. Der hat einen Beitrag über den wohlmeinenden Diktator geschrieben. Er hat gesagt, die Parlamente haben 30 Jahre versagt, uns also die Prognosen, die wir ihnen auf den Tisch gelegt haben, er meinte die europäischen, im Wesentlichen, und haben es nicht gemacht. Es reichen sozusagen über demokratische
Strukturen und Abläufe werden wir die Umkehr, die Schubumkehr nie zusammenbringen. Es braucht vielleicht einen wohlmeinenden Diktator. Und er hat ziemlich viel Kritik dafür geerntet. Er hat jetzt mit dem Generalsekretär des Club of Rome vor kurzem einen Bericht herausgegeben. Es nutzt nicht mehr die sanfte Tour. Wir müssen den Schubumkehr sozusagen mit harten Mitteln erreichen. Ich zähle jetzt mal auf. Punkt 1, die Ein-Kind-Politik in Europa. Weil, Begründung, ein europäisches Kind oder Erwachsener dann 30 Mal mehr verbraucht an Ressourcen, die Sie vorher erwähnt haben, als zum Beispiel ein Mensch, der in Indien lebt. Punkt 1. Punkt 2, Rente erst ab 70. Die Möglichkeit, den Freihandel einzuschränken, um Arbeitsplätze im eigenen Land zu schaffen. Viertens, übrigens die Ein-Kind-Politik, alle Frauen, die 50 werden und sich an diese Regel des Ein-Kind gehalten haben, sollen dafür belohnt werden mit $80.000. Stufenweise bis zu 100% Erbschaftssteuer. Ist das Ihr Ansatz? Nee. Also ein Punkt, den Sie gerade aufgeführt haben, finde ich sehr interessant. Einschränkung des Freihandels. Das ist absolut wichtig. Es ist wichtig, um ökonomisch resilienter zu werden, um damit auch sozusagen anders in der Lage zu sein, mit Krisen, also Knappheiten auch zukünftig umzugehen. Und gleichzeitig stellt es eine ökologische Entlastung dar. Das ist absolut wichtig. Alles andere, was Jürgen Randers da gesagt oder ich würde fast sagen verbrochen hat, in Form von Forderungen, die er artikuliert hat, halte ich für nicht besonders sinnstiftend. Die Ein-Kind-Politik ist nicht notwendig in Europa, wenn wir die Ressourcen anders verteilen. Ja? Also ich meine, wenn wir in Deutschland zu viele Menschen hätten, heißt das, dass pro Mensch eben auch weniger an ökologischen Möglichkeiten da ist. Aber das kann auch eine Familie entscheiden. Wer so sparsam lebt, dass also zwei Kinder mit dem auskommen, mit dem CO2-Output auskommen, was sonst vielleicht derzeit nur ein Kind verursacht, dann ist das natürlich immer noch eine Möglichkeit, dass die ökologische Rechnung im Sinne der Einhaltung von Grenzen halt aufgeht. Und ich denke mal, der richtige Weg wäre wirklich, die Pro-Kopf-Verbräuche zu senken und nicht einfach sowas wie eine Ein-Kind-Politik zu verordnen. Wir haben so viele schlechte Erfahrungen mit solchen Ansätzen gemacht, insbesondere in Indien und China. Und ich würde jetzt nicht das versuchen wollen zu übertragen, weil es natürlich unvereinbare Kulturen sind. Das ist schon klar. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das wirklich ein guter Weg ist. Und das lenkt letzten Endes ab von den Mobilitäts- und Konsumstilen, ja, indem man meint, man könne dieses Problem einfach auf die Bevölkerungsentwicklung oder auf die Demokratie schieben. Das ist also von daher kein richtiger Ansatz. Und dann die Erbschaftssteuer, okay, damit kann man vielleicht auch leben, aber wenn man einen Menschen dafür, genau, das war noch ein Zusatz, glaube ich, zu dieser Forderung nach der Ein-Kind-Politik, wenn man einen Menschen, der diese Forderung einhält, damit belohnt, dass er oder sie dann in diesem Fall $80.000 bekommt oder so, dann ergibt das einen lächerlichen Rebound-Effekt. Dann schüttet man das Kind mit dem Bade aus, weil die Kaufkraft dieses Geldes richtet so viel ökologischen Schaden an, dass man dann fast besser 3 oder 4 Kinder in die Welt setzen kann. Also da hat Jürgen Randers vielleicht nicht ganz nachgedacht. Und dann, was hatten Sie noch gesagt? Das Pension mit 70, also Rente mit 70. Auch das ist ein ziemlich großer Quatsch, ja, weil ich glaube, dass Menschen heute so gesund sind, dass sie, wenn sie 65 vielleicht sind und dann in Rente gehen, sehr gut in der Lage sind, mitzuwirken an Projekten, also einer postwachstumstauglichen Versorgung, wo vor allem Subsistenz, also das Selbermachen, eine große Rolle spielt. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass wir damit in irgendeiner Form ein ökonomisches Problem lösen können. Wir haben gerade umgekehrt das Problem, dass wir durch den digitalen Fortschritt in der Produktion wahrscheinlich also viele Arbeitskräfte freisetzen. Das heißt, dass wir die Vollbeschäftigung ohnehin dann nur erreichen können, indem wir Arbeitszeit verkürzen. So gesehen ist diese Forderung kontraproduktiv. Also Sie bleiben bei den 20 Wochenstunden in Ihrem Konzept? Ja, und auch nicht bis 70, sondern bis 65. Mich würde jetzt wirklich interessieren, welche Maßgröße
nein, ich nehme das Beispiel Nico Pech. Okay, Sie sind ein einziges Mal in Ihrem Leben ins Flugzeug gestiegen, um nach Amerika zu Ihrem Doktorvater zu fliegen. Richtig. Sie haben keinen Fernseher zu Hause, Sie besitzen kein Mobiltelefon. Ich bin da mal mit dem Hartmut Rosa hier im Schloss Goldegg gesessen, der genauso denkt wie Sie, der auch so gut wie nie ins Flugzeug gestiegen ist. Was nehmen wir als, worauf ich hinaus will, ist der Verzicht oder das sich beschränken. Was für Sie überhaupt kein Verzicht ist, nämlich nicht ins Flugzeug zu steigen, ja, ist vielleicht für jemanden anderen, jetzt rede ich nicht vom Beruf, sondern eben als Teil des Lebensstils, ist für den anderen vielleicht ein Verzicht. Vielleicht finden wir etwas, worauf Sie nicht gern verzichten würde. Aber um die Diskussion auf die Metaebene zu bringen, würde mich schon interessieren, welche Maßgröße nehmen wir denn, um zu sagen in der Gesellschaft, ist es jetzt eine freiwillige Selbstbeschränkung, mit der man leichter zurande kommt, als Verzicht. Das hat immer so was Negatives. Wie wollen Sie, kurz gefragt, Ihr Konzept mehrheitstauglich machen? Ja, hui, da stecken ganz viele interessante Aspekte drin, auf die ich einzeln eingehen müsste. Zunächst, wen meinen Sie eigentlich, wenn Sie von Verzicht oder von Forderung nach Verzicht reden? Meinen Sie mich? In meinen Büchern steht nirgends etwas von Verzicht, sondern eben, Sie haben es selbst zitiert, von Befreiung vom Überfluss. Das ist das Erste, was ich vermerken möchte. Vielleicht gehe ich da gleich noch mal kurz drauf ein. Und dann ist es mit dem Verzicht ja so eine Sache. Stellen Sie sich mal vor, in Salzburg würde jemand eine Bank ausrauben, hat 100.000 Euro gerade in seine Aktentasche gepackt, da kommt der Schutzmann und entreißt ihm die. Und jetzt bricht dieser Bankräuber in Tränen aus und sagt, was für ein Verzicht. Verstehen Sie, wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, was ihm nie gehört hat? Wie kann ein Mensch das Recht für sich reklamieren, eine ökologische Rücksichtslosigkeit an den Tag zu legen, von der klar ist, dass wenn alle Menschen das machen, dass wir dann nicht, wie Sie das heute mal gesagt haben, zwei, sondern dass wir dann vier Planeten brauchen. Das heißt, das ist keine ethische Frage mehr, sondern es ist eine Frage von Mathematik und Aufklärung. Weil, ich sag's nochmal, der Planet ist rund, er ist begrenzt und es gelten auf ihm die Gesetze der Thermodynamik. Und dann nochmal was zu der Konnotation Verzicht. Wissen Sie, als Ökonom stelle ich fest, dass wir inzwischen unter einer regelrechten Konsumverstopfung leiden. Weil das Konsumieren, das ja den Zweck verfolgt, das Wohlbefinden eines Menschen zu verbessern, dieses Konsumieren ist nicht voraussetzungslos. Es ist nicht so passiv, wie viele Menschen meinen, sondern es verlangt uns eine gewisse Ressource ab, über die ein Mensch eben nicht unbegrenzt verfügt. Und das ist Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit wiederum ist nicht ohne menschliche Zeit irgendwie zu erwirken. Und da die Zeit, die ein Mensch hat, begrenzt ist, machen wir im Konsum regelrecht einen ökonomischen, nicht nur einen ethischen, sondern einen ökonomischen Fehler. Durch die Reizüberflutung, wenn wir uns aussetzen, weil wir zu viele Konsumobjekte an uns heranlassen, die wir uns eben inzwischen im Zuge der gestiegenen Kaufkraft leisten können, verzehren wir diese Ressource, ohne vom Konsum etwas zu haben. Das heißt also, ein Mensch ist gar nicht in der Lage, so viele Konsumgüter lustvoll, sinnstiftend oder nutzensteigernd zu verwenden, wie wir in der Lage sind zu kaufen. Und das führt zu folgender paradoxen Situation. Geht es ums Genießen können? Ja. Um genießen zu können, muss ein Mensch über die Fähigkeit verfügen, sich selbst zu begrenzen. Das heißt also, seine nicht vermehrbare, knappe Aufmerksamkeit nur auf das zu lenken, was dann tatsächlich vollends ausgeschöpft werden kann. Der Rotweingenießer kippt den Wein nicht, er trinkt ihn extrem langsam, was eigentlich heißt, dass er gar nicht so viel Wein braucht. Der Kunstliebhaber rennt nicht in einer Affengeschwindigkeit durch eine Ausstellung, sondern er verweilt vor den Bildern. Ja. Jetzt sind wir beim Hartmut Rosa, Entschleunigung, naja. Resonanz, wirken lassen, Zeit nehmen, auf den anderen hören, eingehen. Ja. Das setzt aber voraus, diese ethischen Kriterien, die Sie kurz angesprochen haben, ich bin verantwortlich für die nachfolgende Generation. Das ist ja auch ein Faktum. Wir müssen zwei Dinge trennen. Das Erste, was ich gerade gesagt habe als Antwort auf Ihre vorangegangene Frage, war letzten Endes die Konkretisierung eines Verantwortungsprinzips. Ja? Das heißt also, ich bin Kraft meiner Aufklärung und Kraft irgendwie meines Verstandes in der Lage,
mir auszumalen, was die Konsequenzen meines Handelns sind. Das unterscheidet mich von Tieren und Pflanzen. Und ich will diesen Unterschied auch gerne aufrechterhalten. Wenn ich das nicht tue, bin ich ein Barbar. Das Schöne ist aber, dass dieser Verantwortungslogik eine zweite Logik zur Hilfe eilt. Und das ist eben die Logik, wie Sie das gerade sehr schön gesagt haben, der Entschleunigung oder wie ich das gesagt habe, die Logik des ökonomisch effizienten Umgangs mit einer knappen Zeitressource. Wir erleben folgende Paradoxie. Wir waren noch nie in Mitteleuropa so reich wie jetzt, was also die Verfügbarkeit materialisierter Formen der Ausübung von Freiheit anbelangt. Und gleichzeitig waren wir psychisch noch nie so überlastet. Es gibt einen Diskurs um den Burnout-Effekt. Es gibt einen Diskurs um Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome. Wir leiden unter digitaler Demenz und die Depression schreitet unaufhaltsam voran. Das heißt also, zumindest in meinem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, erreichen wir ständig neue Rekorde, was die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen anbelangt. Spätestens an der Stelle muss doch auch jemand, der sich nicht mit Psychologie oder Ökonomie beschäftigt, merken, dass die Gleichung nicht mehr aufgeht. Mehr Konsum, mehr Mobilität, mehr industrielle Bequemlichkeit heißt mehr Wohlbefinden. Das heißt, um die Menschen vor einer Sinnkrise, vor einer psychischen Krise zu schützen, auf die wir eben auch zurasen, wir haben also nicht nur ökologische Wachstumsgrenzen, ist es dringend erforderlich, Kulturtechniken der Selbstbegrenzung einzuüben. Und das tut zufälligerweise auch der Ökologie gut. Frei nach dem alten Herrn Goethe, alle Beschränkung beglückt. Wie er gemeint hat, also sich zu beschränken und nachzudenken, welche Folgen haben eine Handlung. Ich sage nur die Verantwortungsethik Jonas zum Beispiel, der immer darauf gedrängt hat, immer die Folgewirkung meiner Handlung für nachfolgende Generationen zum Beispiel mitzubedenken. Wie bringt man das rüber, dass es ankommt? Auf welche emotionale Ebene muss man gehen, um diese Verantwortung rüberzubringen, dass es nicht nur um meine kurzfristige Befriedigung geht, sondern dass wir alle Verantwortung für den Planeten haben, um das ein bisschen pathetisch zu formulieren. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir Verantwortung messbar machen müssen. Da bin ich wieder bei dem Punkt, über den wir gerade schon sprachen. Wenn wir etwa das Klimawandelproblem näher anschauen und uns klar machen, dass ja letzten Endes alle zivilisierten Regierungen auf diesem Planeten das 2-Grad-Klimaschutzziel akzeptiert haben, sind wir sofort in der Lage zu errechnen, was jedem einzelnen Menschen dann eben im Sinne der Wahrnehmung von globaler und ökologischer Verantwortung noch zusteht, und zwar pro Jahr an CO2-Emissionen. Das ist ein Wert, der kreist so um 2,7 Tonnen. Und das ist überhaupt kein 11, ne? Bitte? Wir liegen tatsächlich sowohl in Österreich als auch in Deutschland etwa bei 11 Tonnen. Das heißt, wir haben richtig was vor uns im Hinblick auf eine Reduktionsleistung, die definitiv nicht durch die Technik erledigt werden kann. Und es ist auch kein Hexenwerk, die Durchschnittswerte an CO2-Emissionen für die verschiedenen materialisierten Handlungen zur Kenntnis zu nehmen, also die Handlungen, die wir ausführen. Und auf diese Art und Weise wird Verantwortung plötzlich zu etwas sehr, sehr Konkretem. Das ist der erste Schritt. Darüber müssen wir Klarheit haben. Der zweite Schritt ist jetzt, Praktiken, die tatsächlich der Einhaltung dieser Restriktion dienlich sind oder damit vereinbar sind, die zu verbreiten. Und diese Verbreitung von Praktiken ist weniger eine politische Frage, noch eine Frage des Zwangs. Es ist tatsächlich eine Frage der Kultivierung und der, wir nennen das so in der Wissenschaft, der sozialen Diffusion, das heißt der Ausbreitung. Wie breiten sich neue Praktiken in sozialen Strukturen aus? Die Antwort ist ganz einfach, durch Vorbilder, durch vorgelebte Beispiele, durch glaubwürdige Beispiele und dadurch, dass diese Beispiele des anderen Gestaltens des Lebens, nämlich des verantwortungsvollen, des postwachstumstauglichen Lebens, dass diese Beispiele andere inspirieren und irritieren, damit eine Differenz entsteht, über die gesprochen werden kann, die Diskussionsstoff liefert, die auch möglicherweise eine Kontroverse erlaubt, solange sie friedlich und fröhlich ist. Ja. Und diese Kultivierung neuer Praktiken ist die Drecksarbeit einer nachhaltigen Entwicklung, die uns keine Politik, keine Maschine, keine Institution abnehmen kann. Wenn wir das begriffen haben, haben wir eine Chance. Das fängt in der Familie an. Ja? Das hört auf im Unternehmen und dazwischen ist irgendwo das Bildungssystem. Auch Politikerinnen und Politiker, die über Klimaschutz reden, aber nicht so leben, nicht sichtbar die Praktiken vorleben, haben keine Chance. Wann
ab welchem Punkt, meinen Sie, ist die kritische Masse erreicht? Also wie viele Menschen müssen ihren Lebensstil ändern, damit es wirksam wird in der Gesellschaft, also der Nachahmungstrieb sozusagen stärker wird? Ich denke mir, ein Gradmesser, ich will jetzt nicht vom Glücksindex reden, aber wir wissen ja alle, dass mit dem Einkommen irgendwann eine Grenze erreicht wird, wo man nicht glücklicher wird, auch wenn man 500 Euro oder 1000 Euro mehr verdient. Ab welcher Grenze der kritischen Masse gibt es eine Chance, dass es sich wirklich weit verbreitet? Also die Logik der kritischen Masse ist tatsächlich Bestandteil der Theorie der sozialen Diffusion von neuen Praktiken oder auch neuen Gütern oder Innovationen jeglicher Art. Aber ich warne davor zu glauben, dass wir es alleine schaffen können über diesen Diffusionsprozess, weil dieser Diffusionsprozess natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die wir nicht mehr haben, um so etwas wie einen ökologischen Kollaps oder multiple ökologische Kollaps-Szenarien noch abzuwenden. Meine Befürchtung ist, dass wir Krisenszenarien vorher erleben, die uns möglicherweise das proaktive Heft des Handelns aus der Hand nehmen. Das heißt also die nächsten Finanzkrisen, die nächsten Ressourcenkrisen, auch die nächsten Bildungs- und Sinnkrisen, auch Krisen der kulturellen Konfrontation werden ohnehin dem Weiter-so, also im Bereich des Wirtschaftswachstums, einfach einen Riegel vorsetzen. Das heißt also, die nächsten Krisen, die kommen, werden dann vielleicht zu Chancen werden, wenn es gelingt, in den gesellschaftlichen Nischen schon jetzt letzten Endes Erfahrungswissen, also Übungsprogramme, so zu stabilisieren, dass dann auf diese vorgelebten Beispiele zugegriffen werden kann. Also ich habe nicht die Vision, dass es so etwas wie einen Dominoeffekt geben könnte, dass wir also tatsächlich nur über vorgelebte Beispiele, dass wir also nur über mehr Aufklärung im Hinblick dessen, was wir tun müssten, tatsächlich so einen Umwälzungsprozess in Gang bringen können. Sondern ich fürchte, es wird eine Zweigleisigkeit der Entwicklung geben. Auf der einen Seite erleben wir jetzt schon einen Aufbruch in vielen Nischen. Wir haben viele ökologisch orientierte neue soziale Bewegungen, etwa die Degrowth-Bewegung, die Transition Town-Bewegung oder so Projekte wie der Tauriska oder was die Leopold-Kohr-Akademie beispielsweise bei Ihnen in Salzburg macht. Das ist klar. Das sind schon sozusagen erste Blueprints, erste, man könnte sagen, Schablonen. Ja? Mhm. Aber damit diese dort entstandenen Praktiken wirklich auch massentauglich werden, braucht es wahrscheinlich möglicherweise erst noch einer gewissen Daumenschraube. Und ich bin sicher, dass die nächste Finanzkrise eine solche sein wird. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ich nehme das Bild der Bodenmarkierung, ist eine gute Wegmarkierung. Braucht es vom Gesetzgeber her sozusagen die Leitplanken, in denen sich künftig ein anderes Wirtschaftsmodell einbetten muss, wenn nicht diese, Sie haben das sehr freundlich beschrieben, aber das, oder wie soll ich sagen, haben Sie gemeint, dass wir auch kriegsähnliche Situationen erleben oder auch wirklich schwerwiegende Auseinandersetzungen in Mitteleuropa? Um Gottes Willen, das habe ich gerade nicht gemeint. Schauen Sie, die letzte Finanzkrise, die wir hatten, ist der Grund dafür, dass ich hier sitze. Das heißt, das war sozusagen, wie wir in Norddeutschland sagen würden, ein Schuss vor die Planken. Mhm. Es ist niemandem ein Haar gekrümmt worden. Die erste Energiekrise, 73, 74, die zweite, 79, hat niemandem ein Haar gekrümmt, aber hat tatsächlich dazu geführt, dass neue Praktiken plötzlich gesellschaftsfähig wurden, dass auch tatsächlich in gewissen Teilen der Politik eine bestimmte Resonanzfähigkeit erzeugt wurde, also in Bezug auf Nachhaltigkeitsbelange. Und auch die nächste oder übernächste Finanzkrise wird kein Bürgerkrieg oder ein Meteoriteneinschlag sein. Also ich glaube schon, dass die Europäerinnen und Europäer friedliebend genug sind, mit Knappheit nicht so umzugehen, dass man sich die Rübe einschlägt. Also so hoffnungsfroh bin ich halt schon. Das ist gar keine Frage. Ne? Aber ich denke mal schon, dass diese Krisen in letzter Zeit, die wir auch erlebt haben, also auch auf den Ressourcenmärkten, die ja teilweise auch Preise wenigstens vorübergehend für bestimmte Ressourcen, übrigens auch für Rohöl, nicht Ende der Nullerjahre, also Krisen, die Preise gesteigert haben, dass die selbstverständlich auch einen gewissen Impuls aussenden. Jetzt nochmal zu dem Teil Ihrer Frage, der die Politik adressiert hat. Wissen Sie,
Das Letzte, was ich glaube, ist, dass die Politik in der Lage ist, ohne dass hinreichend viele Teile der Gesellschaft schon dieser Politik vorausgeeilt sind, dass die Politik in der Lage ist, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass tatsächlich Abstand genommen wird vom Wachstumsparadigma. Die Politik kann dem Bewusstsein der Menschen nicht vorauseilen, sondern immer nur hinterhereilen, zumindest in einer Demokratie. Und die Politik sucht natürlich eine Möglichkeit, in irgendeiner Form Legitimation zu erlangen, vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeitsdefiziten und gleichzeitig noch wählbar zu sein. Und das endet dann immer im grünen Wachstum, indem man also den Menschen ein Politikkonzept als Nachhaltigkeit verkauft, das die Aufschrift trägt, jedem Wohl, niemandem Wehe, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist dann eben wie die deutsche Energiewende. Man baut also sozusagen Technik in die Welt, an der sogar noch Geld verdient werden kann und mutet niemandem irgendwelche Reduktionen zu. In dem Moment, wo die Politik das Wagnis eingeht, Reduktionsleistungen abzuverlangen, und nur das kann weiterhelfen, ja, wird natürlich ein Sturm der Entrüstung diese Politik bestrafen. Außer es gibt Teile der Gesellschaft, die letzten Endes schon das eingeübt haben, das vorweggenommen haben und damit sozusagen eine Bestätigung dieser Politik im Vorhinein erteilen. Und da müssen wir anfangen. Das heißt, wir müssen die Politik von dem Druck entlasten, uns etwas zuzumuten, was wir gar nicht aushalten können. Die Politik kann nicht jemanden ins Wasser stoßen, der oder die nicht schwimmen gelernt hat. Und wir haben im Moment in Europa eine Situation, in der 95% der Bevölkerung so konsum- und Mobilitäts- und digitalisierungsabhängig ist, dass wir im Prinzip der Politik gar nicht zumuten können, uns ja sozusagen in dieses Wasser zu stoßen. Deswegen muss die Zivilgesellschaft die Vorleistung erbringen. Weil sonst andererseits, ich sage jetzt mal, die Populisten oder die Autokraten oder die den starken Mann wünschen, glauben, der könnte dann oder sie könnte dann die Krise lösen. Das ist ja auch eine, sagen wir, auf der politischen Ebene dann die Gefahr. Wenn das Parlament lahmt, dann die ökologische Krise durch den wohlmeinenden Diktator lösen zu lassen. Völlig falsch. Also diese Populismusdebatte, die wir haben, nicht nur in Europa, sondern ja nun auch in Amerika nach der Wahl von Donald Trump, hat weniger zu tun mit Ökologie als mit einem anderen Modernisierungsstress, den wir erleiden. Entgrenzung, die Unsicherheit, auch was den Clash of Cultures anbelangt, die Angst vor dem Wohlstandsverlust. Ja? Aber es ist eben nicht so, dass Populisten irgendeine Antwort auf eine ökologische Frage haben. In Deutschland ist es so, dass die sogenannte AfD tatsächlich die Existenz eines menschengemachten Klimawandels leugnet. Ja? Und so dumm werden die Menschen nicht sein langfristig, dass sie das für die Lösung des ökologischen Problems halten, nämlich einfach zu leugnen, dass es eines gibt. Ja? Weil selbstverständlich die Realität, die Empirie uns etwas anderes lehrt. Ja? Wir haben dieses Problem, was den Populismus anbelangt, aber das läuft auf einer anderen Schiene als da, wo es wirklich um Klimawandel geht oder um andere ökologische Zuspitzungen. Werden wir auf einem niedrigen Lebensstandard leben, was Sie sozusagen in Ihrem Konzept vorsehen, und Sie hoffen, dass die Leute dennoch glücklicher sind als vorher? Glück ist sowieso eine Interpretationsfrage, außer Sie haben nicht das Minimum an materiellen Gütern, um in Würde zu leben. Es gibt Menschen in Afrika, die leben würdelos, weil sie nicht genug materielle Versorgung haben. Das dürfen wir nie vergessen. Gerade jemand wie ich, der als Wachstumskritiker durch die Lande zieht und von Suffizienz redet, darf unter keinen Umständen also irgendwie das außer Acht lassen. Das ist vollkommen klar. Aber nach Erreichen eines bestimmten materiellen Existenzminimums ist eigentlich jeder Zuwachs an Wohlstand, ja, im Hinblick auf die Verbindung zu einem Mehr an Glück oder Zufriedenheit immer nur eine erstens individuelle Interpretationsleistung und zweitens auch eine Kulturleistung. Dass in einem Land wie Deutschland Leute meinen, sie seien erst glücklich, wenn sie einen SUV fahren, ja, das hat nichts mit Genetik und nichts mit anthropologischen Konstanten und das hat auch nichts mit Erziehung zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass sich die Menschen jeden Tag in einer Umgebung aufhalten, wo diesen Objekten, ja, ein gewisser Sinn zugewiesen wird, wo sozusagen auch, ich erwähnte es bereits, die individuelle
soziale Position abhängig davon ist, wie anschlussfähig man an diese inzwischen normalisierten Ausstattungsniveaus geworden ist. In dem Moment, wo sich dieselben Menschen in einer ganz anderen Sozialstruktur wiederfinden, wo andere ebenfalls diese Anschlussfähigkeit nicht mehr haben, werden sie gerade dadurch anschlussfähig. Und das sind die Übungsprogramme, die wir also in den Nischen, in den Reallaboren durchführen müssen, wo Menschen in der Gruppe anfangen, schlicht und ergreifend solche geringeren Ausstattungsniveaus ohne Schamgefühle erleiden zu müssen, wo sie das lernen, sich so etwas anzueignen. Und das muss eben nicht zunächst eine Massenbewegung sein, das geht eben auch in kleineren Gruppen. Und deswegen ist es eben auch nicht frustrierend, wenn solche Projekte noch nicht massentauglich sind, sondern wenn sie zunächst einmal sozusagen in der Nische im Kleinen sozusagen funktionieren. Ne? Wie hält es denn Nico Pech in seinem Konzept mit dem Eigentum? Naja, ich bin kein Marxist. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich Eigentum oder Privateigentum an Produktionsmitteln glorifizieren würde. Ja? Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der Umsetzung von eben auch wachstumskritischer Nachhaltigkeit, also Postwachstumsökonomie, manche Eigentumsbestände schlicht und ergreifend auf den Prüfstand gehören. Ich bin also ein Befürworter der sogenannten Bodenreform, was so viel heißt wie Ressourcen, die nicht vermehrbar sind und Ressourcen, die nicht von Menschen erschaffen wurden, sollten sich auch nicht im privaten Eigentum von Menschen befinden. Das gilt insbesondere für Grund und Boden, für ökologische Ressourcen selbstverständlich auch. Ich habe auch nichts dagegen, dass es also eine stärkere Demokratisierung von Eigentumsrechten gibt. Ich selber habe mitgeholfen, zwei Genossenschaften zu gründen. Für mich ist das Genossenschaftsprinzip ein moderater Versuch, mit Eigentum anders umzugehen. Ich glaube, dass die Logik der sogenannten Gemeingüter, wo Menschen sozusagen, das ist also eigentlich ein Synonym für Commons oder Gemeingüter, wo Menschen sozusagen eben, wie der Name schon sagt, in der Gemeinschaft ein Eigentum pflegen. Ich glaube, dass so etwas auch ein guter Weg sein kann. Ja? Aber die Eigentumsfrage ist nicht die primäre Frage. Die primäre Frage ist, was nimmt sich ein einzelner Mensch heraus? Haben wir in den zurückliegenden Jahren, weil der Individualismus konsumgetrieben so hoch eingestuft wird, dass man ihn mit Freiheit verwechselt hat, dem Freiheitsgedanken geschadet? Das heißt, müssen wir auch überlegen, gerade wenn mein Ich stärker in die Gemeinschaft hineinwachsen soll, nämlich dass wir wieder das Wir denken, um auch diese Frage der nachfolgenden Generationen mitzuklären, dass wir da zurückstecken und auch überlegen, die eine oder andere, das, was wir für Freiheit halten, aufzugeben? Absolut. Man kann Freiheit pathologisieren, man kann sie pervertieren. Ich bin ein überzeugter Anhänger dessen, was man unter Aufklärung versteht. Und die Aufklärung hat letzten Endes bezweckt, individuelle Freiheit zu mehren, sich aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien, wie Kant es seinerzeit sagte, einen höheren Aktionsradius zu haben, wirksam zu werden, seines eigenen Glückes Schmied zu werden, nicht mehr schicksalsabhängig zu sein. Das sind die hehren Ziele der Moderne. Aber das alles hat im Sinne von Humanismus dem Menschen dienen sollen. Wir haben aber jetzt Instrumente der Freiheitsmehrung entwickelt, die eben schlicht und ergreifend anfangen, in ihr Gegenteil umzuschlagen. Wir werden immer reicher, behaupten rein physisch messbar freier geworden zu sein, aber sogar unsere Gesundheit fängt inzwischen an, unter diesem Übermaß an Freiheit zu leiden. Das heißt, wir haben einen Diskurs in den Geisteswissenschaften, auch in der Psychologie, einen Diskurs eben über das erschöpfte Selbst, über die erschöpfte Gesellschaft. Das heißt also, dass uns inzwischen der Zwang, immer freier zu werden, anfängt zu stressen. Die Depression ist letzten Endes eine Form des zugespitzten Scheiterns an zu viel Freiheit. Ja, Sie kennen doch diesen Spruch, da kommt das kleine Kind im Kindergarten zu der Erzieherin und sagt, Frau Müller, müssen wir heute wieder tun, was wir wollen? Das heißt also, der Überhang an Freiheit zwingt den Menschen, jede Minute diese Freiheit auch irgendwie umzusetzen in Form von Entscheidungen. Mhm. Dieser Entscheidungsstress macht uns fertig. Das ist aber kein Appell an Autorität oder an irgendwie eine Politik, die die Freiheit einschränkt. Es ist eine regulative Idee. Es ist Lebenskunst, mit Freiheit so umzugehen, dass man ein menschliches Maß dieser Freiheit ausübt. Leopold Kohr war der Mann, der das Konzept des menschlichen Maßes angewandt hat, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern eben auch auf eine Existenzform, die quasi
nicht arm ist, die aber auch die Übersteigerung vermeidet, die uns am Ende nicht gut tut. Aber natürlich ist auch das Verantwortungsprinzip maßgeblich. Das heißt, Freiheit kann auch dadurch pathologisiert sein, dass die Folgen der Freiheit die Einschränkung der Freiheit anderer oder nach uns lebender Generationen impliziert. Und darüber haben wir heute ausführlich gesprochen. Das heißt, beide Prinzipien sind hier wieder wirksam. Das Verantwortungsprinzip und selbstverständlich das Prinzip des Schutzes vor Reizüberflutung und des Schutzes letzten Endes vor reiner Überforderung. Wie gehen Sie damit um, dass so wie hier in Goldeck der Saal voll ist oder in Salzburg, weil Sie die Leopold-Korps-Gesellschaft erwähnt haben, aber auch in Deutschland, egal wo Sie auftreten, man kann sich das ja auch anschauen und Vorträge halten. Ich habe aber vergeblich einen vollen Saal von Politikern gesucht oder Politikerinnen, die Ihnen zuhören. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da in einer Parallelwelt operieren? Wird Ihr Konzept, es geht ja nicht um Sie, es geht auch um das Konzept, von der Politik zu wenig wahrgenommen? Die meisten Politiker, die in Vorträge kommen, die ich halte, verkleiden sich, sodass sie nicht erkannt werden können. Sie versuchen herauszufinden, ob inzwischen das Konzept von Postwachstumsökonomie oder Degrowth, Décroissance, Décrescita, wie immer man das nennt, ja, oder Post-Décroissance ist jetzt ein neuer Begriff in Frankreich, weil die französische Übersetzung meines vorletzten Buches das im Titel trägt, die versuchen herauszufinden, ob das schon ein kleiner Wählerstimmenmarkt geworden ist. Und in dem Moment, da kommen Sie wieder mit der kritischen Masse, wo also tatsächlich sich zu viele Leute dafür interessieren, wird dann natürlich die Politik keine andere Wahl haben, als eine gewisse Resonanz zu offenbaren hinsichtlich solcher Ziele. Das ist schon klar. Und in der Tat, natürlich werden auch in der Politik Diskurse darüber geführt. Ich habe mich ein paar Mal schon wirklich gewundert darüber, welcher Politiker oder welche Politikerin dann doch plötzlich eine Einladung ausspricht, um mal vorbeizukommen, meistens auf Zehenspitzen, um dann tatsächlich mal ins Gespräch zu kommen über solche Konzepte. Also ich würde die Politik auch nicht überschätzen. Aber wissen Sie, ich bin im Prinzip nicht mehr politikverdrossen. Ich habe das Stadium der Politikverdrossenheit habe ich inzwischen schon hinter mich gebracht und bin inzwischen politikmitleidig geworden. Ich meine, es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die mir begegnet sind, die zu mir gesagt haben, Sie haben vollkommen recht. Aber in dem Moment, wo ich das als Politiker sage, wird ein Sturm der Entrüstung sozusagen mich aus meinem Amt fegen. Das heißt also, ich bin wieder da, wo ich heute schon mal war. Wir müssen der Politik helfen. Wir müssen der Politik zeigen, dass wir es aushalten würden, wenn eine Postwachstumspolitik tatsächlich im Sinne einer engeren Rahmensetzung tatsächlich wirklich etabliert würde. Und das fehlt noch. Herr Eppler sagt im Gespräch, was Sie da vorhaben, Herr Pech, das wäre ja eine Revolution. Er sagt, es wäre eine Revolution. Wie bringen wir es sozusagen in den Indikativ? Was ist zu tun, damit es Revolution wird? Ich glaube nicht an Revolutionen. Ich fürchte mich sogar ein bisschen davor, weil Revolutionen, also die laufen meistens nicht friedlich ab. Ich bin also eher für ein Modell der Diffusion, der langsamen, der fröhlichen, der freiwilligen Verbreitung. Und das, was getan werden muss, läuft tatsächlich teilweise schon. Ich habe ja gesagt, es gibt schon Bewegungen. Es gibt die Bewegung der Minimalisten, es gibt das Urban Gardening, es gibt die Repair-Kulturen, es gibt die vielen anderen Do-it-yourself-Kulturen. Es gibt so viele Ansätze, ja, auch in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, überall, die letzten Endes schon in den Nischen etwas von dem verkörpern, was als Blueprint übertragen werden kann, sodass dann, wenn genug davon Notiz nehmen und das auch wirklich übernehmen, dass dann tatsächlich ein Zustand namens Postwachstumsökonomie umgesetzt wird. Der Rest ist ein bisschen Schicksal. Der Rest ist auch das, was die Krisen machen werden. Und irgendwann wird die Politik sicherlich auch aufwachen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke für die Einladung. Danke.